Jetzt, Ole Becker, wollen wir erstmal gucken, was ist denn das Hauptproblem? Gießen wir zu viel oder zu wenig? Kann man das so generell sagen? Eigentlich kann man das schon fast generalisieren. Leider wird im Winter oft zu viel gegossen, weil wir, geht mir nicht anders, wir gießen im Winter nicht selten so, wie wir auch im Sommer gegossen haben. Aber im Winter heißt es schon, weniger ist mehr. Also tatsächlich in der Regel schon ein bisschen weniger. Und dann machen ja viele einfach den Finger rein und gucken, ob es hier feucht genug ist. Das ist aber der falsche Weg. Du sagst, was sollen wir tun? Ja, das haben wir bei Topfpflanzen eigentlich grundsätzlich. Wenn du mal genau anschaust, du findest tatsächlich die meisten Wurzeln dieser Pflanze eher so ein bisschen hier unten in der Peripherie am Topfboden. So, und wenn wir jetzt oben Wasser rein, beziehungsweise oben den Finger reinhalten, dann ist es hier ein Bereich, der ist relativ schnell trocken. Ja, die Feuchtigkeit sammelt sich hier unten, auch wenn wir Löcher im Topf haben, erstmal hier so in dem Bereich und dann stehen die Wurzeln oft zu nass. Und das will ja keiner mit nassen Füßen irgendwie rumstehen. Geht den Pflanzen nicht anders wie uns. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ich habe mal gelesen, dass man so Blähton nimmt, da ein bisschen Wasser reinmacht und dann könnte man den Topf draufstellen und dann würde sich die Pflanze das Wasser schon ziehen. So, und du sagst, das ist alles. Ja, also zum einen, so wie du sagst, die Pflanze soll sich das Wasser ziehen. Das funktioniert aber schon aus dem Grunde nicht so wirklich, weil der sogenannte Dochteffekt, den du dafür brauchst, fehlt. Das heißt, die Pflanze kann mit ihren Wurzeln da nicht wirklich. Hat sie ja nicht. Guckt ja keine Wurzel unten raus. Ne? So, ja. Genau. Also insofern zieht sie da kein Wasser. Und der Effekt, dass die Luftfeuchtigkeit sich um die Pflanze erhöht, dadurch, dass du da Wasser drin hast, der ist auch zu gering. Da müssen wir eher richtig schönen Raumbefeuchter, Zimmerbrunnenlaufen haben. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir das Problem lösen. Ein bisschen teurer ist die Variante. Ja, wir haben hier so das, was das so rundum sorglos Paket quasi verspricht. Also ist tatsächlich eine Geschichte, die sehr gut funktioniert. Die Pflanze zieht sich bei diesen Bewässerungssystemen, die es heute so gibt, das Wasser selber, wie sie es braucht. Da können wir wirklich nichts verkehrt machen. Oder wir vergessen nachzufüllen. Genau. Wesentlich günstiger ist allerdings die andere Variante. Ja, dann gibt es natürlich noch die Geschichte, wenn eine Pflanze so wie diese hier ganz trocken ist. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, dass man dann ein bisschen Spüli ins Gießwasser bringt. Um die Oberflächenspannung aufzubringen. Genau, damit, es nennt sich Wiederbenetzungseffekt. Das heißt, so trockene Torfballen lassen sich ganz schnell schlecht wiederbenetzen. Das mit dem Spülmittel ist zwar nicht ganz falsch, aber wirklich empfehlen können wir es nicht, weil Spülmittel für die Pflanze auch grundsätzlich nicht gut ist. Ja. Also, und viele denken, viel hilft viel. Dann so ist es, und das geht schnell. Also, lassen wir, wenn dann überhaupt das, nur ein Mini-Tropfen. Aber was wir machen können, ist natürlich, wenn wir eine ganz trockene Pflanze haben, tauchen. Ja, wie lange? Tauchen, so lange, bis keine Luftbläschen mehr zu sehen sind. Und dann wissen wir, jetzt ist sie gut versorgt. Und jetzt ein bisschen abtropfen lassen. Und jetzt genau, dass sie nicht wieder ganz patschnass in den Topf zurückkommt. Okay. Das ist bei Pflanzen, die zu trocken gestanden haben, die beste Alternative, um sie wieder zu befeuchten. Und jetzt noch ein bisschen sprühen, oder wie? Und das mit dem Sprühen ist natürlich immer toll, weil wir jetzt im Winter eine sehr, sehr niedrige Luftfeuchtigkeit im Raum haben. Die bei mir zu Hause messe ich immer. 40%, 50%, das ist so das, was wir im Winter haben. Zumindest kein Schimmel an den Wänden. Auch was Gutes. Ja, man kann es nicht allen recht machen. Aber es sind 20-30% weniger als im Sommer und das kriegen unsere Pflanzen halt auch zu spüren. Die haben dann durchaus Probleme. Ja, durchaus Probleme, die wollen wir uns jetzt natürlich angucken, die Probleme. Und die sehen wir dann auch schon hier an diesen Pflanzen. Das ist kein Wasser, sondern... Genau, diese Probleme, die wir aufgrund von geringer Luftfeuchtigkeit bekommen, ist... Schädlingsbefall. Das haben wir bei Zimmerpflanzen eben auch aus dem Grunde, dass die Luft zu trocken ist. Und man sieht die Schädlinge selber oft gar nicht unmittelbar, aber du siehst nicht selten diese glänzenden Belege auf den Blättern. Das ist schon untrügliches Merkmal dafür, da ist ein Schädling aktiv. Da frage ich mich natürlich, was mache ich dagegen? Wir haben jetzt hier aus dem Handel Mittel gekauft, Schädlingsbekämpfungsmittel. Ja. Da gibt es giftige und ungiftige. Welche nehmen wir? Naja, es gibt die, wo wir alle sagen, Chemie. Chemie ist das genauer genommen alles. Aber es gibt eben das, wo wir gleich sagen, das möchten wir in der Wohnung nicht ausbringen. Es gibt auch wirklich sehr unproblematische wie Kaliseife oder Rapsölpräparate. Die von verschiedenen Marken natürlich. Natürlich. Ne? Muss man auf jeden Fall dazu sagen. Ja, doch, es gibt aber auch noch eine andere Methode. Und da kommt dann das hier ins Spiel. Ja. Mit einer Plastiktüte. Jetzt wird es aber gefährlich. Genau, wir haben hier, das will ich noch mal eben kurz zeigen, wir haben hier Spinnmilben auf den Blättern. Die erkennt man daran, dass die Blätter so ganz hell gesprenkelt sind. Ja. So ähnlich auch beim Tripsbefall, aber die Spinnmilben sind so klein, die sehen wir nicht mit dem Auge. Selbst mit der Lupe würden wir die nicht sehen. Aber diese helle Sprenkelung, das verrät uns, da ist ein Befall. So, anderes Beispiel auch noch hier. Was sind diese hellen Punkte? Diese hellen Punkte auf der Blattmitte,
wenn man ganz genau hinguckt, sieht man sie deutlich. Ja. Das sind die berüchtigten Woll- und Schmierläuse, die im Winter sehr oft auf unseren Zimmerpflanzen oder überwinterten Zitruspflanzen, die hier auftauchen, die sind sehr unangenehm, weil die sind auch schwer bekämpfbar. Und das ist auch keine Erde? Und nein, diese schwarzen Belege auf den Blättern sind sogenannte Rußtaupilze, die sich bilden, weil auf den Ausscheidungen, auf dem Honigtau der Schädlinge, diese Pilze halt ein gutes Milieu haben. Die können sich da gut ansiedeln. Sind nicht schädlich, aber sie sind nicht schön. Das ist die Art der Schädlinge. Das ist eine Bekämpfungsmethode, ja. Nämlich diese Mittel, die man kaufen kann. Und oder jetzt kommt deine. Das ist deine. Moment. Ach ja, stimmt ja, genau. Ja. Wir müssen ganz wichtig an der Stelle, wir müssen für viel Feuchtigkeit sorgen. Aber was machen wir? Genau, wir sprühen aber das ist die einmal ab. Tatsächlich das, was du oft liest, Tüte drüber. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, man muss vorher Feuchtigkeit sorgen. Also einmal in die Dusche mitnehmen oder in die Badewanne stellen, drüber sprühen. Haben wir jetzt hier nicht, können wir uns aber gut vorstellen. Also wir haben jetzt ordentlich passiert? Abgebraust. Ja, ja, und dann? Und Tüte drüber. Das hier drüber? Uah. Ja. Es ist nicht ganz einfach, zumal die Pflanze ja auch nicht kaputt gehen soll. Aber dann hat man es doch irgendwann mal, vielleicht mit viel Fingerspitzengefühl, das geschafft. Das ist jetzt die Methode für die, die wirklich die Sprühflasche ganz weglassen wollen. Möglichst sogar vielleicht noch den Topf mit einbauen. Richtig. Ja, und dann, wie lange kann die da ohne Sauerstoff? Also eine gute Woche kann man verantworten. Und dann hast du tatsächlich selbst so schwer bekämpfbare Schädlinge wie Spinnmilben normalerweise schon gut dezimiert. Wichtig eben eine hohe Luftfeuchtigkeit da drin. Ne? Das ist Grundvoraussetzung. Das merken wir uns. Und jetzt wollen wir noch einmal zum Thema Pflanzen geben doch so eine gute Raumluft und so ein gutes Raumklima. Ist das denn wirklich so? Naja, also wir haben schon eingangs gehört, dass das gar nichts bringt. Aber so ganz so stimmt es auch nicht. Natürlich sind die schon nicht so schlecht für unsere Raumluft. Sie sind schon gut. Mhm. Aber dieser Effekt, dass gerade sowas wie Efeutüte, die dafür berühmt berüchtigt ist, oder hier die Grünlilie auch, dann haben wir hier noch UFO-Pflanze. Der Effekt, dass die Raumluft deutlich verbessern, der ist allerdings nicht so, dass wir aufs Lüften im Winter verzichten könnten. Also dann besser einmal durchlüften. Gut, wir fassen zusammen. Lieber ein bisschen weniger gießen als mehr. Und wenn, dann tunken und nicht die Pflanzen im Wasser stehen lassen. Dann wollen wir natürlich die Schädlinge bekämpfen, entweder mit den Mitteln oder mit der Tüte. Und mit dem Raumklima machen wir einfach am besten einmal. Und was wir nicht vergessen dürfen, gute Vorbeuge heißt natürlich sprühen mit Wasser. Ne? Ah, also hohe Luftfeuchtigkeit, unsere Pflanzen immer mal wieder zu besprühen mit möglichst kalkarmem Wasser, am besten Regenwasser. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Tipp, den wir. Das sind unsere Tipps hier aus Heizenbeek.